Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ocean's Horn 2. Wir befinden uns immer noch in Submerien und zerstören jetzt die Donnersteine. Irgendwie habe ich eine Quest übersprungen und ich kann die nicht mehr wiederfinden. Aber die nächste Quest ist, die Donnersteine zu zerstören und das Ganze hat uns hierher geführt. Also laufen wir noch hier weiter. Der Kollege wird bestimmt gleich da sein. Ups. Oh, Pipop. Da steht noch einer. Haben wir uns auch mit der Kralle. Leben. The fight is over. Oh, ziemlich guter Schuss von mir. Mal selbst loben so ein bisschen, ne? Was geht denn los? Genko-Automat, was können wir denn da machen? Was würdest du gern kaufen? Nochmal eine Limonade. Okay. Ich glaube, ich möchte noch eine Limonade haben. Danke. Brauchen wir nicht. Den Rest Leben finden wir unterwegs. Okay. So, wir müssen wir hier rein, wie es aussieht. Da ist irgendwie so ein Zeichen davor stehen. Verlass der Einsicht. Da gehen wir mal rein. Vielleicht sind wir denn auch mal ein bisschen schlauer. Wenn wir schon im Palast der Einsicht sind. Okay, hier muss ja noch irgendwo ein Donnerstein sein. Vielleicht. Was da steht. Lesen. Ein mächtiger Donner befindet sich im obersten Stockwerk. Okay, gehen wir hoch. Kann nicht so schwer sein, da hochzukommen. Darauf haben wir gewartet. Ein schöner kleiner Dungeon. This is a palace, all right. The Thunderstone is up there. Let's follow the chain. Gut. Okay, hier müssen wir irgendwas mit Strom machen. Gucken wir uns kurz, was wir an Strom da haben. 7 Schuss haben wir. Frage, wo wir hinballern müssen. Einfach auf das Ding drauf vielleicht? Jen! An Jen. Das anscheinend nicht. Muss hier irgendwas geben, womit wir Strom aktivieren können. Da oben. Aber das ist ja nicht der, den wir brauchen, ne? Geh mal weg da. Geh doch mal weg da, Leute. Nee. Müssen wir irgendwie, muss man noch das andere. Glitzert doch dann immer so, ne, wenn man das hat. Ach so, warte mal. Eben vielleicht erst. Ah, der, Entschuldigung. Den meinte ich auch. Okay, pass mal auf. Super. What's happening? Ich hoffe, es fällt immer wieder nach und nach von oben nach unten. Okay. Sonst wären wir ein bisschen gearscht, wenn es hochfährt und meine Leute dann drauf sind. Okay. Ich muss ein Leben sammeln. So, hier ist wieder irgendwas, was nach oben geht wahrscheinlich. Ob wir das auch aktivieren können. Hier braucht man einen Schlüssel. Was sehe ich hier? Aufschließen? Was? Nee. Okay. Gehen wir hier mal rein. How's this for an attraction? Okay, das sieht alles so ein bisschen aus wie ein Labyrinth. I bet he can't solve it on his own. Come on, he loves puzzles. Und sich so eine Übersicht verschaffen. Okay, also. Wenn wir Gegner, da sind Truhen. Und da geht's runter. Kann man irgendwas schieben hier? Schiebesteine? Gehen wir runter, guck mal auf.
Da ist ein Schalter. Okay, aber den Schalter müssen wir vielleicht mal umlegen. Können wir so einen Schuss machen? Nee, aber wir können natürlich den Schalter hetzen. So. Ah, okay, guck mal. Okay, alleine können wir es doch nicht lösen, ist richtig. Machen wir den. Die Tante dabei, weil ich kann auch hier noch längs gehen. Nee, erstmal hier längs. Alright, Bug. Ah. You had it coming. Didn't even break a sweat. Na gut, finden wir schon mal ein paar Sachen, die wir vielleicht noch mal brauchen für unterwegs. Und wer weiß, was noch für knifflige kleine Rätsel kommen. Oh, hier ist auch ein Ding, hab ich auch nicht gesehen. Ach mal, guck mal, ich hätte auch einfach die schöne Leiter hier nehmen können und Schalter zu drücken. Naja. So. Verbergt und suche nicht, was sich in den Krügen verbergt, und du wirst deinen Weg finden. Nicht, was sich in den Krügen verbergt. Da komme ich nicht mehr hoch. Okay. Ah, warte mal. Ich habe eine Idee. Warte mal. Bleib hier doch stehen. Geht doch so. So, Jen. Einer von euch muss diesen Schalter bedrücken. Mach mal. Geht zwar hoch, aber wir können, glaube ich, zur Truhe kommen, oder? Ja. Logisch. Bernstein, okay. Gut, da können wir zu den... Dann kurz hin. Suche nicht, was ich hier finde. Nicht, bitte. Ja, komm schon. Das ist komisch. Die Frage, wie man zu den Krügen. Ja, da können wir auch ganz einfach durchkommen, ne? Jen noch mal bitten. Bin. Aber suche nicht, was ich in den Krügen verbinde. Krüge wieder. Hier sind drei und da drüben sind vier. Ja, das verstehe ich nicht ganz. Suche nicht, was sich in den Krügen verbirgt, und du wirst deinen Weg finden. Damit gemeint. Gemeint.
weiß es nicht, was da gemeint ist. Keine Ahnung. So viele andere Wege gibt es hier aber auch gar nicht, ne? Also dann 3 Krüge und 4 Krüge. Wir müssen da irgendwo hin und da irgendwo hin. Suche nicht, was in den Krügen verborgen ist. Naja, wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir... Also irgendwie... Irgendwas stimmt das nicht. Warte mal. Hab die da so auf. Kann jemand einen Schalter drücken da? Trin. Sieht das so aus? Ob man da links kann, aber... Warum sehe ich das verkehrt? Kann man hier rein? Okay. Okay, kann ich das machen? Aber da geht's runter. Ja. Da ist eine Truhe. Das ist die Truhe, die wir sehen konnten. Und was bewegt sich da drin? Ein Schlüssel. Wofür? Das Torschlüssel des Palastes zur Einsicht erhalten. Das heißt, das brauchen wir ja wieder vorne, glaube ich, ne? Das war's, mehr gibt's hier auch nicht, ne? Wieder raus, dann schüttel jetzt, ja? Kann man da drüben aufmachen oder so, ist verkehrt. Da rennen wir mal rüber. Muss dann möglich sein. Ja. Perfekt. Okay, wir müssen mit Blitzen arbeiten. Aber da sehen wir ja noch gar nichts. Das heißt, wir müssen, glaube ich, die Mauern hier ein bisschen wegsprengen, kann das sein? Genau, mal den hier drüben hier auch mal frei. Schade, dass das Aufladen so lange dauert, ne? Können wir mal gucken, was hier hinten drin ist. Und dann Kammer des Operators. Oh, hier steht was. Wer hat denn hier renoviert? Wie soll ich diese elektrischen Knoten denn jetzt verbinden? Ah, okay. Wir wissen natürlich wie. Haben sie schon rausgefunden. Ein bisschen. Weg. Dann verbinden wir die elektronischen Knoten gleich mal. Perfekt. Also. Und
Chad! Mann, das nervt mit diesem... Perfekt. Kann ich jetzt auch hoch? Ah, perfekt. Sehr gut. Super. Nach oben. Hallo. Ich muss mitfahren. Da ist der Donnerkeil, okay. Go down, nee, nicht go down. And yet another hostile sentient quartz. Okay. Keep on talking, Tin Man. Anscheinend zwei mystische elektrischer Quarz aus dem Rift. Oh, sind ein paar mehr. Na gut. Okay. Gut und gut, ne? Wenn wir runtergeflogen kommen, sind wir relativ easy aufzutreten. Umzutreten, ich hab keine Ahnung. Okay, ist ein bisschen zu leicht gerade. Was soll man machen? Das ist jetzt nun wirklich keine Herausforderung leider, ne? Also, bisschen easy gemacht das Ding. Ärgerlich ist es auch eigentlich. Langweilig auch, ne? Oh, ich bin mal umgekehrt, okay. Nee, wir wollen noch diese Truhe mitnehmen, die ich beinahe übersehen hätte. So gestrandete Wracktruhe. Okay. Irgendwas. Kommen wir hier rüber? Warte mal. Sehr gut. Nein, das muss. Und dann?
den Weg. Nächsten Zielort. Sehr gut. Das ist Wrack wahrscheinlich, ne? Da müssen wir hin. Was sieht denn das? Geht durch die Treppen. Coole Tante. Okay, dann müssen wir erstmal hinkommen. We did it. On to the third one. Fellow Knights, I saw the other palace from the top of the beacon. It seemed to be partially sunken. I do not see how we will get inside. I don't know. I'm sure we'll think of something. Let's just look around for now. Okay, let's continue. Da längst, ne? Ja, genau. Gut, da vorne sehen wir schon die das Wrack. Und da eiern wir auch gleich hin. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.